Es war einmal vor langer, langer Zeit, da war Birne noch Bundeskanzler und PCs hatten 386er-Prozessoren. Ein Relikt aus jenen Steinzeit-Tagen ist die Wizardry-Rollenspielserie, die nach fast 10 Jahren demnächst fortgesetzt wird. Wenn Sie den alten Krempel nicht kennen, dann braucht Sie das gar nicht zu irritieren. Die konfuse Hintergrundstory muss man nicht unbedingt geistig nachvollziehen, um am neuesten achten Teil seinen Spaß zu haben. Die neue 3D-Grafik-Engine wird niemand mit Quake 3-Technologie verwechseln, aber für Rollenspiel und vor allen Dingen für Wizardry-Verhältnisse sieht sie ja ganz manierlich aus. Dazu gibt es ein Point-and-Click-Interface und schon kann man sehr flott und einfach die erste Tür öffnen, um ins Start-Dungeon abzutauchen. Zu Spielbeginn stellen Sie eine sechsköpfige Party zusammen, die mit dem Begrüßungskomitee, diesen Schleimklumpen hier, keine großen Probleme hat. Ihre Helden müssen im Spielverlauf so einiges erkunden, Rätsel lösen, stolpern über interessante rote Knöpfchen, die man drücken sollte, und dann geht es weiter zum nächsten Geheimgang, also viel zu erforschen und zu entdecken. Bei ausgedehnten Spaziergängen in Dungeons bleibt man erfahrungsgemäß nicht lange allein. Hoppla, da ist was, stellt scharfsinnig unser Barde fest, als er diesen riesigen Grottenolm sichtet. Ab jetzt geht's rundenweise weiter, denn das Kampfsystem von Wizardry basiert doch sehr auf dem der Vorgänger. Sie können für jeden Charakter in Ruhe die Kommandos auswählen. Vor allen Dingen bei den Magiern ist das recht spannend. Oder unser Barde hier, der kann ein spezielles Musikinstrument benutzen, das magische Fähigkeiten hat. Wenn Sie alle Aktionen ausgeführt haben, klicken Sie rechts unten auf das Action-Icon und dann wird die Runde durchgeführt. Ein Gag beim Magiesystem ist übrigens der Umstand, dass Sie für jeden Zauberspruch die Stärke wählen können. Und je höher Ihre Zauberer im Level sind, desto dickere Varianten eines Magic Missile oder Fireball Spells können die beispielsweise reinbrezeln. Na, und wer so fleißig Monster schreddet, der hat sich auch eine Beförderung verdient. Jedes Mal, wenn ein Level geschafft ist, können Sie eine Reihe von Punkten auf massig viele Skills und Talente verteilen. Die Charakterentwicklung ist so detailliert, wie man das von der Wizardry-Serie gewohnt ist. Alles, was auch nur im weitesten Sinne an eine Kiste erinnert, sollten Sie anklicken, wie zum Beispiel diesen schicken Sarg, in dem Ausrüstungsgegenstände liegen. Manchmal hat das Herumfingern an fremden Möbeln auch unangenehme Nebenwirkungen. Hier haben wir so eine Art Huibu, das Schlossgespenst, aufgesteckt und müssen es bekämpfen. Wizardry 8 hat flauschige Komfort-Features wie diese Automap, die sich zoomen und beschriften lässt. Außerdem sehr nett, der Spielstand darf jederzeit gespeichert werden. Was zum Glück noch fehlt, ist ein Vertriebspartner für das Programm. Das kanadische Programmierteam Certec ist immer noch auf der Suche. Die Fans von traditionellen, komplexen Fantasy-Rollenspielen drücken den Wizardry 8-Entwicklern jedenfalls die Daumen. Schließlich wollen wir das Ding endlich mal in der Endversion spielen.